Ja, willkommen YouTube zu der Angreiferseite von Wake Island. Ich habe mir immer noch nicht, also wenn das Video hochgeladen ist, wisst ihr, ob ich das erste hochgeladen habe. Es hatte nicht die beste KD, aber es war halt ein Win. Ja, jetzt sind wir Angreifer, würde ich mal so fast behaupten. Sieht so aus, dass wir angreifen müssen. Ich werde nicht fliegen, ich werde einfach rennen und ein bisschen ballern, ein bisschen Action und so, und dann passt das doch schon. Wenn wir irgendwie diesen geilen Jeep nehmen, kann man hier nicht so die Sicht ändern. Nein, das war aussteigen. Wie ändert man denn nochmal die Sicht? Bäh. Kann man das überhaupt? Alter, die Sicht ist ja voll abgewürgt. Und man kann hupen. Hupen ist schon mal das Wichtigste. Ich werde jetzt hier mal. Oh, hier steige ich mal aus. Da ist ein gegnerischer Panzer. So, ich werde jetzt mal kurz hier im Drecken, Alter. Hab ich so nicht. Ja, ist ja nicht so schlimm, dass er entschärft hat. Boah, lass mich doch jetzt hier rein. Boah. Und ich bin gerade wach. Also, es ist 7 Uhr morgens. 6 Uhr morgens. Wo wird der Bastard das Maschinengewehr? Boah, die hätten die ganze Hütte hier eingebatzt. Was geht mit dem? Ein Haus fehlt. Was ist das denn hier? Ein Pimmelraum? Ich hab Angst vor dem Haus da. Komm mir so vor, als. Ich komme hier nicht raus, oder was? Ja, ich laufe jetzt einfach mal zur Bombe. Ich kenne die Map halt nicht. Das ist voll scheiße. Ich werde jetzt hier mal campen. Da ist ein Sniper. Oh, die Bomb ist down. Das ist halt das Problem, wenn man die Map nichts kennt. Map nichts kennt. Okay, das ist unser Schiff. Den haben wir. Es ist halt wichtig, dass man einen Grund Aiming hat. Dann kann man eigentlich. Ja, das ist. Ich habe viele Leute gefragt, so, Battlefield. Wie gut bist du da nicht? Und das Problem ist, an sich so, vom Gameplay-technischen und vom Wissen, wie die Maps funktionieren, total schlecht. Aber jeder Ego-Shooter ist ungefähr gleich. Das heißt, wenn man einmal ein Aiming hat, ein Basis-Aiming, dann ist eigentlich jedes Spiel relativ easy zu machen. Weil man ja einfach sein Basis-Aiming auf das Spiel anpasst. So, und dann geht das schon. Lol, ich war doch hinter der Wall schon. Kann man durch die Wall durchschießen oder was? Kann sich gar nicht. So. Wie gesagt, meine Battlefield-Settings sind Full HD auf Ultra, aber ohne AA. Einfach aus dem Grund, weil ich sonst nicht recorden kann. Weil meine Festplatte cool ist. Nein, es geht einfach nicht. Ich habe schon mal ausprobiert. Und ja, ich habe jetzt eine neue Festplatte drin, die es interessiert. Oh, ich werde hier schon wieder beschossen. Boah, da gehe ich nicht hin. Da fliegt gerade ein Panzerfaust durch die Wumme. Wo ist denn da was? Und ja, ich spiele mit FOV-Changer. Ich habe einen Panzer. Krass. Ich kann zwar keinen Panzer fahren. Wie gesagt, ich bin der größte Noob. Aber machen wir so eine Rauch hin. Schießen wir mal dahin. Da war nämlich einer. Ich weiß nicht mal, wie man anvisieren muss mit dem scheiß Panzer. Das war kein Hit. Deswegen bin ich auch der unfähigste Panzerman, den es gibt, so ungefähr. Ich werde schon wieder beschossen. Deswegen, ich fahre jetzt hier einfach hin. Und dann dachse ich ein. Dann laufe ich. Da kann jemand anders den Panzer haben. Panzer ist echt nicht meine Welt. Vielleicht kriegen wir den noch gesnackt. So, ich gehe aus dem Panzer raus. Das ist nicht meins. Panzer ist lame. Aber da steht ein gegnerischer Panzer. Ja, ich schenke dir den Panzer. Ganz arm. Kostet nichts. Ist umsonst. Der wird hier durchkommen. Dann kommt er hier. Die muss jetzt resettet werden.
Hier ist so ein komisches Gedöns. In der Wand. Wo ist denn die erste Bombe? Da ist eine Bombe. Ach, die war ja direkt neben mir. Krass. Dann gehen wir nochmal zur Bombe. Wie gesagt, planlos im Battlefield, würde ich mal behaupten. Das ist ein Mate. Gratulation, habe ich nicht gesehen. Mal eben hier nachladen. Jetzt so ein Slide of Hand wäre schon eine witzige Geschichte. Okay, er plantet. Okay, er hat geplantet. Dui, dui. Ja, ich rette gerne dir den Arsch. Kommt da noch einer? Ne, ich muss mal hier alles nachladen. Ist alles voll leer geballert. Ich geh nochmal hier. Oh. Das geht aber ganz schön ab hier, wenn du so eine Rakete drin stehst. Lass mich raten, hier ist ein Panzer. Ich steak jetzt hier mal. Mal ein bisschen vorbei. Hier kann ich laufen. Ich will mal gucken, ist der Sniper jetzt down? Da sitzen bestimmt richtig viele Sniper, aber das ist ein langer Weg. Da werde ich mal nicht hergehen. Und ich habe jetzt mal geguckt, wie groß so eine Aufnahme ist. Eine Battlefield-Aufnahme von 7 Minuten sind bei mir 50 GB, weil das halt Full-Size und Full-HD ist. Das ist riesig. Ich habe mir jetzt extra noch eine 2 Terabyte Festplatte dazu bestellt. Das heißt, ich habe jetzt 5 Terabyte oder 4. Davon sind es jetzt 2 Terabyte für YouTube. Videos und halt 1,5 bis 2 Terabyte oder 2,5 Terabyte für mich. Für meine Daten an sich, Filme, Musik und sowas, was ich alles besitze. Aber trotzdem riesig, hätte ich nicht gedacht. Ich laufe hier bestimmt gerade voll die scheiß Posi. Aber egal. So, 14 Stunden später würde ich mal behaupten. Könnte Marathon-Splinter hier werden. Oh Gott, ich bin noch nicht mal da, da ist die Base schon am explodieren oder was? Aua. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier nicht der Meister, Killer, sonst was bin, dann tut's mir leid. Ich, Alter, ist schon kaputt. Seriously. Hier sind Durchgerenne. So. Das heißt der Rush, also rennen wir jetzt auch einfach mal. Ich werde bestimmt gesniped jetzt. Deswegen ein bisschen springen. Bunny Hopping. Sehr schöne Drohne. Oh Gott. Oh, ich bin so mega suppressed einfach. Das ist echt extrem, wie suppressed das ist, wie hart dieser Niederschlag ist, den man bekommt. Kann man hier nicht außen rumlaufen? Hier jetzt irgendwie gucken, ob man hier was snacken kann. So, jetzt werden wir uns hier mal hinlegen. Nachladen, weil da kommt nämlich jetzt der nächste Penis. Oder gehe ich nicht her? Gehen wir mal hierher. Ich will hier hoch. Ich habe keinen Plan, wo ich hier bin. So. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Laufen wir mal hier außen rum. So, gewonnen, würde ich sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Max Rohn. Ja, bis zum nächsten Mal. Jupp, ciao.